Multiplikatoren in Soul Mask. In Soul Mask stellst du dich der Welt und ihren vielen Gegnern in einer Mischung aus dem klassischen Survival-Game-Erlebnis und einem Souls-like-Kampfsystem. Dabei können dir aber jederzeit deine Freunde behilflich sein, denn der Multiplayer ist ein essentieller Part des Spiels. Für Leute, die gerne eine Herausforderung suchen, ist Soul Mask eine gute Anlaufstelle. Aber nun möchte nicht jeder mit denselben Einstellungen spielen. Während sich die einen Spieler vielleicht sogar an den Einstellungen langweilen, ist es Einsteigern eventuell sogar zu schwierig. Zum Glück kannst du in Soul Mask ganz einfach das Spielgeschehen nach deinen Vorlieben anpassen. Mehr Erfahrungspunkte und Gegner, die weniger aushalten, kein Problem. Aber auch das Gegenteil ist möglich. Im heutigen Video zeigen wir dir, wie du sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer die Multiplikatoren einstellen kannst. Fangen wir an. Multiplikatoren im Singleplayer. Fangen wir als erstes mit dem Singleplayer an. Hier ist das Ganze ziemlich simpel. Zuerst benötigst du eine neue Welt. Diese kannst du im Singleplayer-Tab erstellen. Auf der rechten Seite kannst du nun aus voreingestellten Schwierigkeitsgraden wählen oder aber einen eigenen festlegen. Mit einem Klick auf diese Schaltfläche kommst du in ein weiteres Fenster, in dem du alle Regler so einstellen kannst, wie du es möchtest. Beachte allerdings, dass einige Regler auch Performance-Probleme mit sich bringen können, wenn du diese zu extrem in die Höhe stellst. Meistens sind das die Einstellungen, die zum Beispiel die Anzahl spawnender Gegner beeinflusst. Hast du alles nach deinen Wünschen eingestellt, kannst du das Fenster wieder schließen und einfach deiner Welt beitreten. Bemerkst du, dass du noch einmal deine Multiplikatoren anpassen musst, weil das Spiel immer noch zu einfach ist? Dann ist das auch jederzeit möglich. Geh wieder ins Hauptmenü und auf Spiel fortsetzen. Unten findest du all deine Singleplayer-Welten. Wähle nun die richtige aus und passe deine Einstellung auf der rechten Seite wieder an. Bist du fertig, kannst du wieder ins Spiel. Musst du wieder etwas ändern, dann wiederhole diesen Schritt beliebig oft. Multiplikatoren im Multiplayer. Je nachdem, was für einen Multiplayer-Typ du hast, sind die Methoden andere. Wenn du im ganz normalen Multiplayer spielst, bei dem Freunde deinem Spiel beitreten, dann ist das dieselbe Methode wie im Singleplayer. Beachte nur, dass du bei der Welterstellung einen Haken setzt, dass Freunde dir beitreten können. Wenn du aber einen Server gemietet hast, kannst du die Einstellung zwar auch ändern, allerdings ist es hier etwas anders. Dafür kannst du aber deine Multiplikatoren jederzeit im Spiel anpassen. Wie das geht, zeigen wir dir jetzt. Als erstes musst du sicherstellen, dass du ein Admin auf deinem Server bist. Für mehr Informationen dazu schau dir doch das Video oben im i an. Hier die Kurzfassung. Du musst dein Admin-Passwort in deinem Server-Web-Interface festlegen und dieses dann in der Konsole im Spiel eingeben. Öffne die Konsole mit Numpad- und tippe als nächstes das Kommando GM, Key und dein Passwort ein. Als nächstes sollte sich das Admin-Panel öffnen. Hier kannst du mit einem Klick auf diese Schaltfläche in die Spieleinstellungen gehen. Dort kannst du nun alle Multiplikatoren nach deinen Wünschen anpassen. Der Vorteil ist hier definitiv, dass du flexibel bist und reagieren kannst, ohne lange warten zu müssen oder unnötige Schritte vorzunehmen. Und das war's im Prinzip schon. Wenn man weiß, wie es geht, macht es Soul Mask einem ziemlich einfach, sein Spielerlebnis jederzeit anzupassen. Egal, ob du schneller leveln möchtest, die Gegner stärker machen möchtest oder aber mehr Ressourcen bekommen möchtest. Mithilfe der Multiplikatoren kannst du dir dein Spielerlebnis so einstellen, wie du es dir vorstellst. Versammle deine Freunde auf deinem Server und entdeck zusammen die Mysterien der aztekischen Welt von Soul Mask. Wir hoffen, wir konnten dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ja, dann zeig uns das doch mit einem Like. Für mehr Videos rund um deinen Nitrado-Server, abonniere unseren Kanal bzw. drücke die Glocke, um keine Videos von uns mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, ciao.